Riesenapplaus für Olga Putin. Hallo. Heiße ich Olga Putin, komme ich aus Russland und wollte ich eigentlich Bundeskanzlerin werden. Leider Konkurrenz, diese Ferkel-Frau, kam schneller, unglaublich aber wahr. Trotzdem, Olga kommt in Deutschland und in Deutschland kommen ist sehr schwierig. Vor allem in Bus. Duda, bist du schon mal gekommen in Bus? 48 Stunden nonstop von Moskau nach Berlin. Mit Kegelclub. Glaub mir, danach du kannst nicht mehr laufen. Aber gehe ich fleißige Russin zur Arbeitsagentur und sage ich, ja, möchte ich gern machen Praktikum im Bundeskanzleramt, weil Praktikanten bringen immer hoch. Sagt dieser Typ, Frau Putin, habe ich super Job für Sie. Porno-Synchronisation. Porno, Porno, Porno. Wenn du kommst aus Russland, Leute glauben, kannst du nur zwei Dinge. Porno und Zirkus. Aber habe ich gedacht, okay, Olga, machst du diesen Job, weil Porno ist wie Politik. Nur mit Unterschied hast du Resultat gleich auf der Hand. Apropos Porno. Wisst ihr eigentlich, warum Schwaben Pornos immer rückwärts gucken? Hm? Weil sie die Stelle so gern mecken, wo die Nutte das Geld zurückgibt. Ja, ja, so ist Deutschland. Wollte ich machen Politik, jetzt ich mache Porno. Dabei, ich war so gut vorbereitet, habe ich sogar gelesen ein Buch von diesem komischen Autor, was heißt Sigmund Freude. Und dieser Typ behauptet, dass Mädchen und später auch Frau immer hat diese Penisneid. Aber hat er keine Ahnung. Es stimmt, ein Mann hat eine Penis. Aber ich kann haben so viel, wie ich will. Kann ich mir sogar Farbe und Größe aussuchen. Ja, aber auch deutsche Menschen ganz anderes. Deutsche Frau zum Beispiel will nach Sex immer kuscheln. Ja, du weißt, was ich meine, ha? Russische Frau will Prada-Schuhe. Duda, kannst du dir das leisten? Gut. Naja, du bist hinten, ne? Hinter Garderobe gleich, wir sprechen weiter. Ja, aber jetzt, ich bin durch. Gut. Wenn ihr nächste Bundeskanzlerwahl dann lieber bei mir einlocht, als bei Konkurrenz, dann bitteschön. Спасибо.